Foto, Sebastian Gabsch. Grünen-Stadtfraktionschefin bewirbt sich um die Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl. Im Oberbürgermeisterwahlkampf in Potsdam schicken die Grünen voraussichtlich eine Frau ins Rennen. Am Freitagvormittag erklärte die Stadtfraktionschefin Jani Armbruster in einem fünfseitigen Bewerbungsschreiben an die Grünen-Mitglieder ihre Kandidatur. Weitere Bewerber sind bisher nicht bekannt. Bei einer Mitgliederversammlung im Dezember sollen die mehr als 200 grünen Mitglieder über ihre Kandidatin nach einer Anhörung in geheimer Wahl abstimmen. Armbruster, 1963 in Ost-Berlin geboren, arbeitet als Referentin für Alumni und Fundraising an der Universität Potsdam und gehört seit 2014 der siebenköpfigen grünen Fraktion im Stadtparlament an. Seit Februar führt sie diese zusammen mit Peter Schüler. Mit ihren Erfahrungen auch an der größten Hochschule Brandenburgs habe sie eine solide Grundlage für eine Kandidatur als Oberbürgermeisterin geschaffen, so Armbruster. In dieser Funktion wolle sie sich dafür einsetzen, unsere Stadt zu jenem lebens- und liebenswerten Ort weiterzuentwickeln, den wir uns gemeinsam vorstellen, geprägt vom friedvollen, toleranten und sozial gerechten Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft, die sich in unserer Stadt beheimaten. Armbruster wirbt für eine stadtpolitische Kehrtwende, für ein Wachstum, das qualitativ gestaltet und nicht nur quantitativ verwaltet wird. Stadtträume müssten unter anderem für erschwingliche Wohnformen entwickelt werden. Zündstoff birgt eine ihrer Position zur Potsdamer Mitte. Armbruster will sich dafür einsetzen, dass der Staudenhof-Wohnblock als Bau der Ostmoderne erhalten bleibt. Die Mehrheit ihrer Fraktion, allen voran Vize-Fraktionschefin Saskia Hünecke, plädiert für den Abriss und eine Neubebauung in historischer Stadtstruktur. Zudem will sich Armbruster für umweltfreundliche Verkehrsformen, mehr Tempo 30 Zonen, sicherere Schulwege und ein Bürgerticket für den kostenlosen Nahverkehr einsetzen. Sollten die Grünen sich für Armbruster entscheiden, tritt sie im Herbst 2018 gegen die Gleichstellungsbeauftragte Martina Traut-Kuschnick an, die Die Linke nominiert hat. Bei der SPD muss sich die Basis im Januar 2018 zwischen Sozialdezernent Mike Schubert, Kämmerer Burkhard Exner und Ex-Tiefbauamtschef Frank Steffens entscheiden. Weitere Kandidaturen sind bisher nicht bekannt. Die CDU will abwarten, wer für die SPD antritt. HK